Jo, mein Lieben, herzlich willkommen zu einem, ja, sagen wir mal, zu einem interessantes Info-Video von meiner Seite aus. Ich habe nämlich jetzt so gesehen, dass jetzt unter anderem der Marcel Enigma und auch die Mrs. Jasmin HD87 jetzt darüber ein Video gemacht haben. Und ich habe mir jetzt überlegt, komm, mach auch mal so ein, ja, Infovideo zum Thema Cheats in Let's Plays. Ja, also ich habe mir natürlich die Videos von den zwei mir auch mal angeguckt. Und ja, sagen wir es mal so, bei der Mrs. Jasmin hatte 87, also sie hat ja die Allgemeinheit jetzt angesprochen. Plus bei Marcel ist das wieder was anderes. Er hat mich persönlich jetzt da jetzt drauf aufmerksam gemacht, aber er hat mich jetzt auch in seinem ja, in seinem Diskussionsvideo mich mal wieder schlecht gemacht. Und da wollte ich jetzt auch kurz noch was sagen. Und zwar Marcel, ich bin jetzt natürlich ein bisschen stinkig auf dich, weil du hast jetzt eine Skype-Nachricht, die ich dir persönlich eigentlich geschickt habe, auf YouTube veröffentlicht. Und das war eigentlich jetzt nicht der Sinn der Sache. Ich bin zwar deswegen immer noch ein bisschen stinkig, aber naja, es ist halt passiert. Man muss halt damit irgendwie klarkommen. Und ich wollte euch nur mal kurz sagen, weil die Anspielung, die geht jetzt natürlich auf mich, weil ich jetzt unter anderem bei meinem Let's Play Pokémon Silberne Edition jetzt mit Cheats Let's Play. Und ja, ich werde euch jetzt mal kurz meine komplette Playlist mal zeigen und dann werde ich euch mal verraten, wo ich jetzt überall ganz normal Let's Plays habe, beziehungsweise wo ich halt mit Cheats Let's Plays habe, beziehungsweise halt mit der Rückspultaste und mit Save States gearbeitet habe. So, ich werde erstmal komplett die Liste öffnen, damit man auch alles Bescheid weiß. Also, ich fang natürlich ganz unten an mit unserem ersten Together Let's Play. Und vor allem, das war übrigens auch mein allererstes Let's Play in meinem Leben. Nämlich mit dem Together Let's Play von Fushoshikun und von mir, Secret of Mana. Eines der bekanntesten SNES-Spielen überhaupt und auch von den Rollenspielen betrachtet, das bekannteste Rollenspiel auf der Super Nintendo damals, habe ich das Spiel ganz normal Let's Played mit ihm. Ohne Cheats, obwohl mit Save States wohl, weil sonst hätten wir, keine Ahnung, das immer an der jeweiligen Speicherstelle gemacht und der Vishushikun, der war ja auch mit mir einverstanden, dass wir halt das so machen mit den Save States. Das ist eigentlich total normal, mit Save States zu arbeiten. So, ja, okay, eine schöne und rockige Musik, das sind halt nur meine Musikvideos, die ich jetzt in den letzten Jahren so gesammelt habe, dann ja, okay, da bei den zwei Playlists brauchen wir eigentlich jetzt auch nichts sagen. Das waren halt meine alten Testaufnahmen von mir und das sind halt noch meine Lieblingsstellen bei Final Fantasy X von DevMick. Ich weiß, ich bin noch nicht fertig damit, aber ja, ich habe jetzt auch momentan nicht so die Zeit, da weiterzumachen. So, dann geht's hier weiter mit dem zweiten Together Let's Play von Fushoshikun und von mir. Nämlich das Spiel Tygon Quest Immortal Throne. Ja. Also, das war übrigens auch, wie man sehen kann, wir haben jetzt 133 Parts gebraucht. Ja, also nicht wundern, hier steht zwar 134, aber wir machen immer so ein Cover. Oder wir haben damals immer ein Cover-Video gemacht, wo man auch das passende Coverbild zu dem Spiel sehen kann und halt die Hintergrundmusik deswegen habe ich das jetzt auch bei meinen anderen Let's Plays auch immer so gemacht. Ich habe es halt immer automatisch
übernommen, sagen wir es mal so. So, das haben wir allerdings auch ganz normal Let's Played. Ohne Cheats, ohne Safe-States oder so. Ganz normal. Ja. Dann ging's los mit meinen ganz normalen Let's Plays, wo ich halt alleine aufgenommen habe, und Terranigma war damals vor 4 Jahren, muss ich ja jetzt schon sagen. Wir haben ja jetzt 2016. Ja, also vor 4 Jahren habe ich das Spiel jetzt begonnen. Und Terranigma habe ich ganz normal Let's Played, ohne Cheats und auch ohne Save States, und ich habe sogar auf 100% Let's Played. Das nur zu Terranigma, ne? Dann Mario is Missing habe ich ganz normal Let's Played. Yoshi's Universal Gravitation habe ich auch ganz normal Let's Played. Dann, ja, okay, das Let's Show von Terranigma mit Bosskämpfen mit Verschoshikon. Das war eigentlich nur so ein Bosskampfvergleich. Und da habe ich ja auch noch ein paar weitere gemacht mit anderen Let's Play-Kollegen, aber das hat ja nichts mit Cheats zu tun jetzt, ne? Dann mein viertes Let's Play war mit Zero Mission. Habe ich auch ganz normal Let's Play. Ohne Cheats und auch ohne Save States oder was auch immer. Dann Soul Blazer, 100% habe ich das auch natürlich geschafft. Habe natürlich da auch ohne Cheats Let's Play und auch ohne Save States. Ich habe alles normal Let's Play. Dann mit Retribution habe ich natürlich auch ganz normal Let's Play. Dann Super Star Wars: The Empire Strikes Back habe ich auch ganz normal Let's Play. Ja, okay, bei Super Metroid, da muss ich jetzt sagen, also an sich habe ich das ja auch einigermaßen normal Let's Play. Ich habe da keine Cheats benutzt, ich habe da keine Save States benutzt, ich habe da bloß halt meinen Spieleberater benutzt, um die 100% zu knacken. Weil ich wollte halt ein Metroid-Teil mal auf 100% mal unbedingt schaffen, weil ich weiß gar nicht mehr, bei Metroid Zero Mission, da hatte ich um die 81 oder 82% oder 80% geschafft. Und bei Metroid Fusion, oh Gott, wie viel Prozent habe ich da geschafft? Irgendwas mit 70% und so, und deswegen habe ich mir halt mal vorgenommen, mit Super Metroid mal auf 100% zu Let's Play. Also Spieleberater in Let's Plays zu benutzen, das darf man. Also das habe ich ja in dem Sinne auch ganz normal Let's Played, ohne Cheats und so weiter, und dann passt das ja schon. Dann Info, Abos, Special Videos, ist klar, da ist ja nur mein Gelaber zu hören. Und ja, bei Yoshi's Island, das habe ich auch ganz normal Let's Played, ohne Cheats. Dann, ja, dann kam ja das Let's Show Yoshi's Island mit Circus Sexy. Ist halt das gleiche wie bei dem Let's Show von Terranigma mit Fushushikun. Da habe ich halt auch nur die Bosskämpfe halt als Vergleich dargestellt. Dann The Legend of Zelda: A Link to the Past. Okay, das war jetzt mein allererstes Let's Play, wo ich halt ein bisschen, aber wirklich nur ein bisschen rumgecheatet habe. Ich habe da nur einen einzigen Cheat jetzt aktiviert, und zwar den unendlich, also wo man halt unendlich Magie hatte. Ja, aber das war es auch schon. Alles andere habe ich ja im weiteren Sinn ja ganz normal Let's Play. So, dann Mystic Quest Legend. Ah ja, und außerdem, ich habe es auch auf 100% Let's Play, ne? Dann Mystic Quest Legend. Auch auf 100% und sogar auch ohne Cheats. Ja. Weil das Spiel ist so einfach, da braucht man einfach keine Cheats dafür. Ja, und vor allem, ich habe das als Kind so oft durchgesuchtet, das Spiel, weil erstens, das Spiel an sich ist ein ganz geiles Rollenspiel, und zweitens, es hat eine epische Bossmusik, und deswegen hab ich das so oft gesuchtet, dass ich das halt irgendwann mal als Kind auch mal auf 100% durchgezockt habe. Und da habe ich das immer und immer und immer wieder gezockt, und ja, deswegen habe ich es ja auch auf 100% zu Ende ins Bett, ne? Joa, dann kommen wir schon zum nächsten Let's Play von mir. Und zwar ist es mein Let's Play Again Secret of Mana. 100%, allerdings auch mit Cheats. Aber nicht so viele. Also,
Das ist bis jetzt, Moment, ich muss jetzt mal kurz gucken. Mein zweites Let's Play, wo ich jetzt mit Cheats Let's Play habe. Was eigentlich noch komplett in Ordnung ist, finde ich. So, dann, oh, kam mein Lieblingsrollenspiel auf der Super Nintendo. Nämlich Lufia 2 Rise of the Sinistrals. Und zwar auch auf 100%. Und das Spiel hat es in sich gehabt. Vor allem, wenn man das auf 100% nämlich Let's Playt. Und hier ist das natürlich eine Ausnahme. Also in der Kampagne, also in der Hauptstory, habe ich natürlich ohne Cheats Let's Playt. Aber in der Ahnenhöhle. Und in der Ahnenhöhle ist es erlaubt gewesen. Weil ich wollte euch nämlich hundertprozentig die 99 Etagen zeigen und das hätte ewig und 3 Jahre gedauert, bis ich bis zur letzten Ebene da gekommen wäre in der Aufnahme. Und ich habe das ja auch unterteilt, dass ich halt nur jede fünfte Ebene euch gezeigt habe, ne? Deswegen. Sonst wären da, keine Ahnung, 20 bis 30 zusätzliche Parts noch erschienen, ne? Und ich wollte es ja unbedingt noch unter 60 Parts noch haben. Und das habe ich ja auch geschafft, ne? Wie man das sehen kann. Ja, dann kam das nächste Let's Show vom Spiel The Legend of Zelda: A Link to the Past. Mit den Bosskämpfen natürlich, mit Shushigun. Ist aber leider, wie ihr da jetzt sehen könnt, leider abgebrochen, weil leider Shushigun jetzt offiziell aufgehört hat mit den Let's Plays. Sonst hätte ich hier natürlich auch weitergemacht. Jo. Dann kam mein Let's Play Sword of Mana. Was ich eigentlich am Anfang zumindest ganz normal Let's Played habe, aber da war ja der bekloppte Pflanzenboss und der hat mich gewissermaßen gezwungen, einen Cheat zu aktivieren, aber auch mehr auch nicht, ne? Also von daher war es eigentlich auch noch relativ angenehm. Ja, dann, ja, mein Let's Fun Play Together Yu-Gi-Oh! Dawn of New Era, das habe ich natürlich ganz normal Let's Played. Und ja, ihr könnt es auch lesen, offiziell beendet. Da kommt jetzt auch an sich nichts mehr von dem Spiel. Dann Heroes of Hellas 3 Athen, 100%, auch ganz normal Let's Play, weil das war mein allererstes Wimmelbildspiel. Okay, obwohl das Spiel hatte irgendwie eine Backe gehabt. Ich konnte euch erst ganz am Ende euch ein Wimmelbild zeigen, was ich persönlich ein bisschen eigenartig fand, aber na okay, ist halt so. Ja, dann, ja, Favoriten, da gehe ich jetzt mal nicht darauf ein. Dann mein Pflanzen gegen Zombies Let's Play auf 100%. Und ja, da muss ich halt sagen, da habe ich halt den Geldglitch und den Sonnenpunkt Glitch benutzt, aber naja, es sind Glitches und keine Cheats. Deswegen ist das eigentlich normal gewesen. Also jetzt nicht normal Let's Play, aber es war halt erlaubt. Ja, Jasmin hat es ja auch in ihrem Let's Talk Video gesagt, also Glitches sind eigentlich erlaubt. Ne? Ja, dann, also ja, Videos, in denen ich erwähnt wurde, das ist halt, wo halt mich andere Let's Play-Kollegen in ihren Videos mich namentlich mal so erwähnt hatten. Und auch hoffentlich in Zukunft noch machen werden. Dann, ja, mein zweites Wimmelbildspiel, Gram Test 1, die Braut, auch Unterschied. Dann, ja, okay, positiv bewertete Videos. Ja, sind halt nur die Videos, die ich halt persönlich like. Dann, mein Together Let's Play Yu-Gi-Oh! Power of Chaos. Auch ganz normal Let's Play. Ja, dann, unser drittes Together Let's Play von Bishoshikun und von mir. Secret of Mana 2, was allerdings leider jetzt abgebrochen ist. Ihr wisst ja den Grund, weil Bishoshikun jetzt leider nicht mehr aktiv ist auf YouTube. Leider. Dann, ja, ein abgebrochenes Together Let's Play von Drangsang Online. Ist aber auch geklärt mit den zwei Kollegen, ja, beziehungsweise mit meinem Bruder und halt mit meinem Kollege
Weil ja, ich habe einfach halt keine Motivation mehr gehabt zu dem Spiel und deswegen haben wir das Ganze abgebrochen. Ja, dann kam wieder ein Together Let's Play von Chronicles of Games und von mir, nämlich Dead Space 3 und das haben wir ganz normal Let's Played, ohne Cheats. Dann Enchantia, der Zorn der Phönixkönigin, was auch natürlich wieder ein Wimmelbildspiel ist, auch ohne Cheats, weil man kann, das kann ich euch jetzt auch schon verraten, man kann in den Wimmelbildspielen gar keine Cheats benutzen. Deswegen, ja, brauche ich dazu eigentlich nicht mehr allzu viel sagen, ne? So, okay, jetzt kommt natürlich ein Spiel, wo ich ein bisschen übertrieben habe mit den Cheats, nämlich Warcraft 2. Aber gerade bei so welchen Strategiespielen ist es halt so, dass man halt gerne ein bisschen rumschießen möchte, weil oh, es kribbelt halt in den Fingern, die Cheats zu benutzen. Und ja, ich habe es halt auch unter anderem mit Absicht gemacht, weil ich gedacht habe, na, wenn ich das jetzt ohne Cheats let's playen würde, es würde ewig dauern, bis ich das Spiel hier zu Ende let's playen würde. Und ihr seht es ja schon, ich habe sogar mit Cheats habe ich 52 Parts gebraucht. Also ihr müsst immer ein Video minus rechnen, weil das erste ist immer mein Cover-Video, ne? Ja, also da habe ich ein bisschen übertrieben. Okay, da gebe ich es halt zu, ne? So, dann das Let's Battle Pokémon Online ist jetzt auch offiziell beendet. Habe ich aber auch ganz normal mit meinen Let's Play-Kollegen aufgenommen, ohne Cheats oder so. Dann mein Warcraft 3 Let's Play und was bis jetzt immer noch das längste Let's Play-Projekt von mir ist. Da habe ich allerdings auch ein bisschen übertrieben mit den Cheats, sonst wäre es noch länger gewesen. Dann mein Let's Show Super Metroid Bosskämpfe mit langsam mit Chronicles of Games. Das habe ich jetzt halt auch mal gemacht, weil ich ihn ja auch mal gefragt habe und ich habe ja auch seine Erlaubnis gehabt und deswegen habe ich das mal just for fun mal gemacht. Ja, dann ziehe ich mal weiter nach oben. Habe ich den ersten Teil von Bioshock zu Ende Let's Played und zwar Gott sei Dank das gute Ende, auch ganz normal Let's Played. Dann Hallowed Legends 3, das Schiff aus Knochen. Ist natürlich auch wieder ein Wimmelbildspiel und deswegen sind da auch keine Cheats vorhanden gewesen. Dann kommen wir zum nächsten Let's Play-Projekt von mir. Grand Theft 2, das Vermächtnis. Auch ganz normal Let's Play. Dann, okay, jetzt kommen die StarCraft-Teile. Da habe ich natürlich auch aber nur ein bisschen rumgecheatet. Da habe ich es jetzt nicht so übertrieben gehabt. StarCraft halt mit ein paar Cheats Let's Play. Dann StarCraft 2, Wings of Liberty. Auch ganz normal, ja, nee, nicht ganz normal. Auch mit ein paar Cheats Let's Plays, gebe ich auch zu. Dann, ja, meine Covermusikliste, wer da mal Interesse haben sollte und Bock auf Spielmusik hat, der kann hier gerne mal vorbeischnuppern. Dann, mein nächstes Let's Play, StarCraft 2, Heart of a Swarm, auch wieder mit ein paar Cheats Let's Plays. Dann mein aller, oh nee, mein zweites Together Let's Play mit meinem Bruder, Diablo 3, auch ganz normal Let's Play. Dann mein allerletztes Let's Show, nämlich Mystic Quest Legend, Bosskämpfe mit Mrs. Jasmin HD87, auch beendet. Dann das nächste Together Let's Play mit meinem Bruder, nämlich Diablo 3 Repair of Souls, auch ganz normal Let's Play. Und ja, jetzt kommt das erste Gegenstück Let's Play von Pokémon, wobei ich natürlich die gelbe Edition Let's Play habe und ja, mein Gott, ich gebe es zu, ich habe bei Pokémon auch ein bisschen rumgecheatet. Da geht jetzt auch voll die Welt runter oder noch, langsam, da geht auch die Welt jetzt davon drauf, dass ich jetzt in Pokémon Cheats benutzt habe. Das ist jetzt auch so mega schlimm, ne? Also ich finde es jetzt nicht so
dramatisch, dass ich jetzt bei Pokémon halt Cheats benutze, weil, ja, okay, mein Gott. Ich gebe es dir ja zu. Ich könnte Pokémon auch wirklich ohne Cheats Let's Playen. Könnte ich machen. Bloß dann muss ich so extrem viel Zeit investieren, weil, okay, am Anfang geht das ja noch mit den Pokémon-Teams, dass man die halt einigermaßen gut leveln kann. Aber im späteren Verlauf, gegen Ende, wisst ihr, wie viel Zeit man dafür opfern muss? Einfach zu viel. Und deswegen habe ich mir halt überlegt, dass ich halt im Pokémon halt mit Cheats Let's Play, weil sonst würde es extrem lange dauern. Deswegen habe ich mich halt so entschieden. Und wenn da so eine große Welle jetzt kommt, gerade in Pokémon, dass man da halt rumcheatet, ja, und dann ist das halt so. Ich habe sogar, ich weiß jetzt nicht, in welchem Let's Play das war, aber ich habe mal von einem YouTuber mal gelesen gehabt, dass er oder sie, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein männlicher oder ein weiblicher YouTuber war, ist ja auch egal, aber dieser YouTuber hat mich mal angeschrieben gehabt und gesagt, beziehungsweise geschrieben gehabt, dass er es gut findet, dass ich so mutig wäre, mal in Let's Plays mal mit Cheats aufzunehmen. Also, es hat seine positiven und auch seine negativen Seiten, wenn man halt Let's Plays mit Cheats aufnimmt. Aber da muss man halt durch als Let's Player, finde ich. So, ah ja, und jetzt kommen natürlich die Jump-Run-Spiele, wo ich natürlich mit Save-States, aber auch mit der Rückspultaste gearbeitet habe. Und, naja, aber ohne Cheats Let's Play. Und zwar einmal Aladdin, der König der Löwen. Obwohl, bei The Magical Quest Starring Mickey Mouse, da habe ich nicht die Rückspultaste benutzt und ich habe da auch keine Cheats benutzt oder so. Also in dem Sinne habe ich das ganz normal Let's Played. Genauso wie Pinocchio. Habe ich auch ganz normal Let's Played. Dann, ja, okay, bei Darkwing Duck, da muss ich jetzt leider sagen, da habe ich jetzt leider mit der Clipgeschwindigkeit gearbeitet, dass ich das, also dass ich die Spielgeschwindigkeit halt ein bisschen reduziert habe, aber auch nur um die Hälfte. Die war ja vorher auf 100% und ich habe es halt auf 50% reduziert. Weil die Bosse, die sind da wirklich zu hardcore. Ja. Deswegen habe ich da halt auch mit der Clipgeschwindigkeit gearbeitet. Dann bei Chip und Chap, die Ritter des Rechts. Der erste Teil muss ich ja sagen. Es gibt ja noch einen zweiten Teil. Der wird auch demnächst erscheinen von mir. Da habe ich eigentlich alle Level bis auf den Endboss alles normal Let's Played und alles normal gezeigt. Ich habe da keine Rückspultaste benutzt. Ich habe da nicht. Ja, wie gesagt, außer noch jetzt beim Boss habe ich natürlich die Clipgeschwindigkeit jetzt ein bisschen reduziert, aber ansonsten habe ich ja alles normal aufgenommen. Dann das nächste Spiel, The Great Circus Mystery, starring Mickey and Minnie. Habe ich auch ganz normal Let's Played, ohne Rückspultaste oder ohne Cheats. Und dann Batman Returns, auch ganz normal Let's Played. Und ja, wie gesagt, mein laufendes Let's Play-Projekt noch ist halt Pokémon Silberne Edition. Was aber an sich jetzt auch schon demnächst zu Ende geht von meiner Seite aus. Also ich muss halt nicht mal allzu viel aufnehmen. Also ich bin jetzt schon ziemlich am Ende. Und ja, ich habe da halt auch wieder. Okay, da habe ich wirklich ein bisschen sehr übertrieben mit den Cheats. Muss ich so zugeben. Ab. Upala. Ein Aufstoß, Entschuldigung. Aber ich kann euch zumindest so viel verraten. Beim nächsten Gegenstück Let's Play werde ich natürlich auch wieder ein bisschen rumschieben, aber ich werde es nicht so extrem übertreiben wie hier bei dem zweiten Gegenstück Let's Play von Pokémon. Ich werde nämlich ab der dritten Generation
ist das ja so. Man hat eigentlich in dem Sinne die Wahl der Qual bei der dritten Generation mit den Sheets. Denn man kann jetzt nicht alles in einem reinpacken mit den Sheets. Also ich habe ja bei dem ersten und bei dem zweiten Gegenstück Let's Play habe ich ja sowohl den Sonderbonbon als auch den Meisterball-Sheet benutzt und halt auch bestimmte Pokémon ersheetet. Zum Beispiel Simsala, Mahomai, also die ganzen Tausch-Pokémon halt, ne? Die habe ich jetzt halt ersheeten müssen, weil ich die unbedingt haben wollte. Und bei dem dritten Gegenstück Let's Play kann ich euch zumindest so viel verraten. In dem Sinne hat man da wirklich die Wahl der Qual, dass man halt entweder sich entscheidet für den Pokémon-Cheat, dass man halt ein x-beliebiges Pokémon ersheaten möchte. Oder die andere Wahl wäre der Sonnenbonbon oder Meisterball-Cheat. Und da man nur bei der Smaragd-Edition halt nur bestimmte Pokémon ersheaten kann, aber dafür kann man da leider keinen Sonnenbonbon bzw. Meisterball-Cheat aktivieren, sondern das kann man halt nur bei der Rubin- und ich glaube auch bei der Saphir-Edition aktivieren mit dem Sonderbonbon und mit dem Meisterball-Sheet. Also bei der Rubin-Edition klappt das hundertprozentig, weil ich das mal, ich weiß jetzt gar nicht, wann war das? 2013 oder 2014 im Sommer, in den Sommerferien. Da habe ich das mal just for fun mal ausprobiert. Da habe ich mal bei der dritten Generation halt zumindest nur bis zum vierten Orden mal das Ganze angezockt. Und danach habe ich mal überlegt, nee, komm, hör auf erstmal und nehm das andere lieber dann auf, wenn es dann soweit ist. Und weiterhin habe ich da auch nicht mal gezockt. Also ab dem fünften Orden ist wirklich alles total blind. Obwohl ich muss jetzt schon sagen, ich habe den Großteil eigentlich auch schon wieder vergessen bei der dritten Generation, weil ja, ich habe halt nicht die Möglichkeit gehabt, als Kind die dritte Generation auch zu zocken. Also ich habe zwar eine gewisse Anzahl an Retro-Games in meiner Kindheit gezockt, aber nicht alle Retro-Games, ne? Deswegen. Ja. Und deswegen hoffe ich mal, dass da jetzt nicht mehr so viel kommt zu dem Thema. Ich hoffe, dass ich jetzt mal ein bisschen Ruhe habe jetzt von dem Thema. Ob jetzt Cheats und Save States und das mit dem Rückspulen im Emulator und die Clipgeschwindigkeitsreduzierung und alles pipapo. Ich hoffe, dass das jetzt abgehakt ist, das Thema, und ich hoffe und bete, dass ich jetzt ab sofort Ruhe habe. Ja, ach ja, und das wollte ich ja auch noch kurz sagen. Nicht wundern, Marcel, ich habe dich jetzt auf meinem Kanal halt entfernt, weil du weißt ja wegen der Skype-Nachricht, also das ging gar nicht. Und da ist jetzt irgendwie ein Fehler aufgetreten. Supi. Auch gut. Naja, also ihr habt es ja am Anfang des Videos ja gesehen. Ich habe den Marcel Enigma halt jetzt deswegen jetzt aus meinem Kanal in dem Sinne rausgekickt, weil ich brauche jetzt mal eine Pause. Also, ich meine es jetzt nicht böse, Marcel. Also, nimm es jetzt bitte nicht in den falschen Hals auf. Aber da du jetzt in deinem Diskussionsvideo mal wieder schlecht über mich gesprochen hast, und das war jetzt halt so der Höhepunkt bei mir, wo ich gesagt habe, nein, nicht mit mir, ich werde jetzt erstmal ein Schlussstrich ziehen und deswegen haben wir jetzt erstmal Kontaktabbruch. Und ich glaube, es ist für seiner Seite aus, also für ihn persönlich und auch für mich persönlich ist es halt gut, dass das jetzt so gekommen ist. Und ja, ich habe leider auch die Jasmin entfernt, weil ja, sie hat mich jetzt auf Facebook und auf Skype mich jetzt auch leider entfernt. Wahrscheinlich. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie hat sie was Falsches verstanden von mir. Ich habe ja nur gesagt, Jasmin,
dass dir das Thema Cheats in Let's Plays oder halt allgemein Cheats erlaubt oder nicht erlaubt, dass dir das auf den Sack geht. Und daraufhin habe ich eigentlich nur zu Marcel gesagt, du Marcel, Jasmin geht es jetzt auch langsam auf den Sack und mir reicht es jetzt auch langsam mit dem Thema. Damit wollte ich eigentlich klarstellen, Marcel, dass du damit aufhören sollst. Aber, na okay, gut. Es ist jetzt so gekommen. Ich kann damit leben. Und ja, es ist halt so jetzt passiert. Das hängt mir aber nicht davon ab, dass ich jetzt weiterhin ganz normal Let's Plays mache. Ich werde ganz normal weitermachen. Und ich werde auch bei bestimmten Let's Play-Projekten halt auch entweder paar Cheats aktivieren. Man muss ja nicht übertreiben, okay, außer jetzt nur bei dem zwei Gegenstück Let's Play. Das ist jetzt aber auch wirklich nur eine Ausnahme, dass ich das jetzt ganz übertrieben habe mit den Cheats. Bei den kommenden Projekten werde ich aber definitiv nicht mehr so übertreiben. Das ist halt nur, ja, so eine Notsituation mit den Cheats, würde ich jetzt mal sagen, wo ich das jetzt ein bisschen übertrieben habe. Ja. Ja, meine Lieben. Das war jetzt mein kleines Infovideo zu dem Thema Cheats in Let's Plays. Ich hoffe, es hat euch jetzt gefallen. Und ja, wie ist eure Meinung dazu? Sind Cheats in Let's Plays erlaubt oder nicht? Das würde mich mal interessieren. Schreibt es gerne mal in die Kommentare hinein. Ich verabschiede mich jetzt erstmal von diesem Infovideo und hoffe, es hat euch zumindest ein bisschen gefallen. Und ja, ich weiß, in dem Sinne habe ich jetzt Eigenwerbung gemacht, aber ist egal. Ich musste das machen, weil sonst lässt mich das halt keine Ruhe. Und jetzt bin ich jetzt auch erleichtert, dass ich jetzt auch darüber gesprochen habe. Und jetzt geht es mir auch wieder gut und wir sehen uns dann halt wieder bei Pokémon Silberne Edition bei dem zweiten Gegenstück Let's Play. Bis dahin und ich wünsche euch noch einen schönen Tag bzw. Abend. Bis dann. Tschüss.